Zunz war ja bei Offenburg auf dem Hof von Werner Engel. Wir treffen ihn beim Brennholzmachen mit seinem Vater. Werner Engel war früher Kraftfahrer, hat sein Leben lang hart gearbeitet. Sparsam leben, fürs Alter vorsorgen, das war ihm immer wichtig. Und darum griff er zu, als ihm vor einigen Jahren sein Anlageberater ein verführerisches Angebot machte. Er könne in die sogenannte Halbstromerfindung investieren. Die versprach traumhafte Renditen. Der ist einfach ein Halbstrom gesehen. Das Angebot haben sie mir dann geschickt. 25.000. Dann habe ich da eine Auflistung gekriegt. Jeden Monat oder alle Vierteljahr. Also hätte ich Verdienstgeld von 18.000 Euro in den 5 Jahren. Das hätte sich gut angehört. Werner Engel investierte. Er glaubte an die revolutionäre Erfindung der Firma, die große Gewinne versprach. Ein Gerät, das sie an Unternehmen und Kommunen vermieten wollte. Damit könnten diese mehr als 50% Strom einsparen. Eine Weltneuheit. Eine Sensation. Das erste Vierteljahr habe ich bekommen. Oder das erste halbe Jahr. Das war gut, das ist gut gelaufen. Und dann haben sie gesagt, sie haben einen Hacker im Internet. Sie sind jetzt erst hier oben. Und dann habe ich es auch erfahren durch die Medien, dass du es läuft, dass du nichts mehr ist. Anfangs hoffte Familie Engel noch, dass die notariell beglaubigten Unterlagen ihre Geldanlage absichern würden. Sie wurden schmerzlich enttäuscht. Der Mann hinter Halbstrom heißt Rainer von Holst. Er soll sich inzwischen in den USA aufhalten. Ein Jahr lang haben wir recherchiert, warum Werner Engel und hunderte weitere Anleger ihr Geld offenbar verloren haben. Und welche Verantwortung den Unternehmer Rainer von Holst und die Firmenweltengruppe trifft. Eine Firma nach der anderen gegründet. Auch Rentner Günther J. hatte investiert. Er wollte mit den Erträgen eine Kulturstiftung finanzieren. Film, Theater, Literatur, das ist seine Welt. Auch ihm schlug sein Anlageberater die Investition in Halbstromgeräte vor. Er unterschrieb bei einer Firma der Firmenweltengruppe Enercrox mit Sitz in den USA. Und das war dieses Angebot Enercrox, dort was zu investieren. Ich sagte, ja, könnte ich mir vorstellen, eine kleinere Summe, weil es da auch um Fragen Umwelt ging, ne, Energieverschwendung USA. Ich bin ein paar Mal in den USA gewesen, habe ja auch gemerkt, wie viel Energie die da versteuern für ihre Klimaanlagen. Und das war überzeugend für mich, habe mir auch das Unternehmen angeguckt, auf der Webseite, sehr gut dargestellt. Da habe ich gesagt, okay, für ein Jahr kannst du das machen. Habe dann auch einen Vertrag bekommen, der auch sehr seriös klang, eine Urkunde unterschrieben mit einer Nummer. Hat Günther J. damals alles genau geprüft? Er meint ja. Und die aufwendig gemachten Prospekte und Webseiten sprachen von einem unendlichen Markt. Geworben wurde mit griffigen Slogans wie Ersparnis bis zu 58% Strom oder Wir optimieren Städte, Regionen und Länder. Das war auch für mich ganz interessant, wo ich dachte, gut, kann man mal gucken, jetzt nach einem Jahr, ob ich die Zinsen bekomme. Die waren mir, soweit ich mich erinnere, auch zugesagt nach einem halben Jahr, die erste Tranche. Günther J. verließ sich darauf, hoffte auf eine Spitzenrendite für seine geplante Stiftung. Wir wollen uns die Firmen, in die Werner Engel und Günther J. investiert haben, genauer anschauen. Unsere Recherche führt uns nach Bielefeld. Die Firmen gehören zur Firmenweltengruppe. Ein schwer überschaubarer Verbund aus weit über 100 Unternehmen. Die für uns interessantesten sind die Halbstrom-Vertriebsgesellschaft und Enercrox Halbstromgeräte und die Firmenwelten AG. Hier in der Bahnhofstraße 4 in Bielefeld hatte die Firmenweltengruppe ihre Büros. Doch hier ist nichts mehr davon zu sehen. Wir fahren nach Augsburg. Auch hier hatten die Firmenwelten in einem Geschäftshausbüro Räume angemietet,
Von dort aus sollen Callcenter Kontakt mit den Kunden gehalten haben und Anlageberater sollen von hier aus bundesweit mit Vertriebsinformationen versorgt worden sein. Einer von ihnen war Dieter B. Er erzählt uns, dass er von Halbstrom bei einem PR-Event erfahren habe. Rainer von Holst habe die Geschäftsidee damals präsentiert. Die Überzeugungskraft, die hatte schon fasziniert. Er konnte also sehr überzeugend sein Produkt darstellen. Hatte so eine unterschwellige Arroganz, die eben Machtmenschen ja auch immer zeigen. Man hat also gespürt, dass er sehr überzeugt ist von dem, was er tut und auch weiß, dass er damit Erfolg hat oder hatte oder haben wird. Halbstrom Enercox kommt zu einer Zeit auf den Markt, in der Strom immer teurer und die Energiewende zum Top-Thema wird. Man wirbt mit prominenten Gesichtern. Da kam von Holz genau rechtzeitig und das hat uns damals vom Produkt her einfach als Sachwert fasziniert. Meine Firma ist als Sachwertmakler aufgetreten über die Jahre und wir haben wirklich versucht, Nachhaltigkeit in die Kundenanlagen reinzubekommen, indem die eben etwas kaufen, was ökologisch Sinn macht. Wir schauen uns die Angebote an. Die Berater präsentierten den Anlegern sogenannte Sachwertanlagen der Firmenweltengruppe. Sichere 7% Zinsen für 90 Tage oder 15% für 180 Tage für Investitionen in Firmen mit angeblichen Zukunftstechnologien. Aber nicht alle Anlageberater glaubten diesen vollmundigen Versprechungen. Einmal hatten wir einen nahezu cholerischen Ausfall, als zu lange gefragt wurde nach Sicherheit und wie ist das da? Da haben also Vertriebspartner, die neu dazu kamen, sehr, sehr kritische Fragen gestellt, was ich auch tun musste. Und da hat er dann irgendwann gesagt, also entweder ihr nehmt das gute Produkt oder ihr könnt wieder gehen. Das war also sehr, sehr deutlich. Das haben wir in dieser Deutlichkeit in 30 Jahren Vertriebspartnerschaft mit verschiedenen Gesellschaften, habe ich das nie erlebt, davor nicht und danach nicht. Wir fahren nach Künzelsau. Auch der Finanzmakler Dieter Leisten war von den Finanzprodukten des Rainer von Holst überzeugt. Er erzählt uns, er habe den Unternehmer 2013 bei einer Werbeveranstaltung für Halbstrom Enercox kennengelernt. Da waren auch so etwa 30, 35 Makler zugegen. Persönlich war auch der Herr von Holst dann da zugegen und hat dann sein Produkt, diese Eco-1-Anlage, auch ein Schauobjekt stand vorne, hat darüber uns dann informiert und gesagt, wie das funktioniert. Dann haben einige von uns auch dann recherchiert, auch, was ja auch unsere Aufgabe ist, ob das Hand und Fuß hat. Und das schien ihm so zu sein. In den seriös wirkenden Prospekten, die den Anlegern präsentiert wurden, verwiesen Enercox Halbstrom auf mehr als 300 konkrete Kunden. Städte, Gemeinden, Unternehmen, die tausende Halbstromgeräte geleast hätten und bestätigen könnten, dass die Technik bestens funktioniere. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Kollegen, der dann in Friedrichshafen am Bodensee gesprochen hatte. Da sollten die Anlagen verbaut sein und das hat er auch bestätigt bekommen. Also wir haben damals keine Gründe gefunden, warum nicht. Es gab auch nichts im Internet, keinen Negativeintrag. Auch da haben wir recherchiert. Und insofern haben wir das dann aufgenommen, auch in den Vertrieb, in die Beratung, in die Vermittlung. Wir finden heraus, dass Rainer von Holsts Firmenweltengruppe eine Art Familienunternehmen war. Seine ältere Tochter Anne und sein Sohn fungierten innerhalb der Gruppe als Geschäftsführer diverser Firmen. Ein Vertriebsleiter und auch die jüngste Tochter arbeiteten mit. Die Firmenweltengruppe hatte Büros in Bielefeld, Bremen und Augsburg. Das unübersichtliche Konstrukt von Firmen weitete von Holst auch nach England und in die Vereinigten Staaten aus. In Amerika ließ er Enercox registrieren und meldete für die Treuhandfirma Trustees and Protectors eine Webseite an. In den USA wohnte Rainer von Holst zeitweilig in dieser Villa und hielt von hier aus Kontakt nach Deutschland. Es gab ja auch immer Berichte, dass er jetzt wieder an
an eine neue Hotelkette in Las Vegas dran wäre, wo er dann einen neuen Auftrag bekäme und so. Und dann wurden wir auch wieder dann angehalten, dann eben ja, zu gucken, dass der Umsatz dann läuft. Während die Finanzberater den Umsatz für die Firmenwelten ankurbelten, erhielten einige Anleger pünktlich ihre Zinszahlungen. Solange die Ausschüttungen an die Kunden kamen und immer wieder neue Verträge vorgelegt wurden, war für uns klar, die Anlagen funktionieren, die Städte sind zufrieden, wir sind im ökologischen Bereich und unsere Kunden haben eine gute Anlageform. Die Rendite war einfach bestechend gut. Zurück nach Zunzweier zu Werner Engel. Auch er profitierte anfänglich von seiner Investition. Also Zinsen haben Sie aber von 2013 an immer... Zinsen habe ich nochmal gekriegt, ja. Zinsen habe ich nochmal gekriegt, aber das war 1200 Euro. Also was ich da jeden Monat mal gemacht und dann haben die es zusammengeschlossen auf einen Monat. Auf einen Monat und dann, oder auf ein Vierteljahr, dann haben sie mir es... Na dann, ja, wenn das jede Vierteljahr so kommt, das ist natürlich nicht schlecht. Wir machen uns auf die Suche nach Rainer von Holst und finden in den Unterlagen eine ehemalige Adresse in der Nähe von Bielefeld. Das Anwesen ist nicht leicht zu finden. Das Grundstück hat 6000 Quadratmeter. Auf dem Landsitz mit 290 Quadratmetern Wohnfläche empfing er damals seine Gäste. Aber er zahlte die Miete nicht. Die Vermieter strengten eine Räumungsklage an. Uns erzählen sie, dass sie bis heute auf 20.000 Euro warten. Wo ist Rainer von Holst? Wir bekommen Einblick in polizeiliche Unterlagen. Daraus lesen wir, dass seine Spur nach Princeton führt und er dort einen äußerst luxuriösen Lebensstil gepflegt habe. Ab Februar 2016 wohnte er demnach in einer 600 Quadratmeter großen Villa, die von mehreren Haushälterinnen in Schuss gehalten wurde. Die Fassade war stimmig. Auch bei den Firmen, in die die Anleger investierten. Diese erhielten, neben Kontoauszügen des Bankhauses von Holst, auch anscheinend notariell beglaubigte Zertifikate. Letztere bestätigen, dass Halbstromgeräte vorhanden und verbaut seien und damit das Geld der Anleger sicher sei. Die Zertifikate der angeblich unabhängigen Treuhandgesellschaft Trustees and Protectors tragen die Unterschrift eines Peter Treichler, angeblich ein Rechtsanwalt. Auch Günther J. bekam ein solches Zertifikat. Die hatten mir erklärt, dass es eine volle steuerliche Anerkennung gibt, hatten geschrieben eine hundertprozentige Sicherheit, weil ich mich soweit noch daran erinnere, ich gucke gerade hier rein, Absicherung der Investition über den laufenden Vertrag, Abtretung der entsprechenden Geräte aus dem Vertrag, Hinterlegung der Investitionssumme bei unabhängigen Treuhändern. Doch entgegen der vertraglichen Vereinbarung, so erzählt er, habe er im Juni 2016 keine Zinszahlung von Enercrox bekommen. Dann habe ich denen geschrieben, dass ja eigentlich die Zinsen fällig sind. Das habe ich alles per Einschreiben gemacht. Dann kamen dann auch Nachrichten, dubios, dass eben das Unternehmen angegriffen worden ist von Hackern und man hat ganz, ganz große Probleme. Ab August 2016 erhalten Günther J. und andere Anleger und Finanzberater von Halbstrom Enercrox Serienbriefe aus Augsburg und Bremen, in denen es heißt, die Firmengruppe sei das Ziel groß angelegter Hackerangriffe, was die Auszahlung von Zinsen verzögere. Am Ende heißt es: Wir wissen, dass unsere Partner und Anleger unser wichtigstes Gut sind und sie ein besonderes Verständnis für die Situation mitbringen. Hinhaltetaktik? Der Brief ist unterschrieben von Anne von Holst. Aus den USA schickt Rainer von Holst wütenden Anlegern und Kundenberatern E-Mails. Er präsentiert sich selbst als Opfer, das bedroht und erpresst werde. Und er schreibt zum Schluss: Bauen Sie auch in Zukunft auf das Versprechen von Rainer von Holst und seinem Familienunternehmen Firmenwelten Group. Werner Engel machten die Briefe stutzig. Er fragte bei seinem Anlageberater nach, was da los sei. Und dann ist Halbstrom gestrichen worden im Schreiben und dann war es noch eine Firmenwelte.
Dann habe ich ihn aber gleich angerufen, Herr St. Dann hat er gesagt, ja, das geht klar, das ist jetzt von der Frau Holst. Hätte das jetzt übernommen vom Mann. Wenn man in Bremen anrief, also im Büro von Anna von Holst, wurde man immer nur vertröstet noch. Und sie hätten so viel mit der Hackerattacke zu tun. Und sie müssten da gucken, dass sie das wieder alles hinbiegen könnten. Und ihr Vater wäre bemüht, das alles auch aus dem Internet rauszukriegen und sowas. Wir entdecken empörte Briefe von Anlegern, mit denen die Geschäftsführerin Anne von Holst konfrontiert wurde. Alle wollen ihr Geld zurück. Die Geschäftsleitung der Firmenweltengruppe verlangt mehr Zeit. Rainer von Holst verschärft gegenüber einzelnen Anlegern den Ton. Bitte sehen Sie mir auch nach, dass ich eine weitere Korrespondenz mit Ihnen als wenig zielführend erachte. Ihre Vorgehensweise erfüllt unter anderem den Straftatbestand der Nötigung. Seine Kinder können sich ab Sommer 2016 vor Nachfragen aufgebrachter Anleger kaum retten. Ein Anleger schreibt wütend, definitiv sind sie mit ihren Firmen pleite. Hunderte von Anlegern erstatten Anzeige. Und das Büro Augsburg war dann auch ziemlich kurze Zeit später aufgelöst. Da hat man auch keinen mehr erreicht. 2016 eröffnet die Staatsanwaltschaft Augsburg das Ermittlungsverfahren gegen Rainer von Holst, seine Kinder sowie gegen den Vertriebsleiter. Im wesentlichen Tatverwurf geht es um gewerbsmäßigen gemeinschaftlichen Betrugs bzw. Beihilfe hierzu in einer Vielzahl von Fällen. Eine Angeklagten wird darüber hinaus bankrott, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Pflichtverletzungen bei Zahlungsunfähigkeit vorgeworfen. Einem Angeklagten darüber hinaus auch Steuerhinterziehung. Im März 2017 werden in Augsburg und Bremen die Geschäftsräume der Unternehmensgruppe von der Polizei durchsucht. Die Beamten vermerken im Protokoll, dass die Büroräume ausgeräumt waren. Im April 2017 ist klar, viele Firmen der Firmenweltengruppe sind in Schwierigkeiten. Einzelne stellen Insolvenzanträge, aber diese werden bei Gericht mangels Masse abgelehnt. Wie kann das sein, wo doch angeblich 250.000 Halbstromgeräte von Kunden geleast werden sollten? Wir fahren zu einer Adresse nach Bielefeld, aber auch hier ist nichts mehr von den Firmenwelten zu sehen. In einer Lagerhalle hatten die Ermittler nur knapp 100 Prototypen dieser Geräte gefunden, die nicht das leisteten, was in den Prospekten versprochen war. Die Vorstellung, dass die KGs von Steuerberatern betreut werden und von Wirtschaftsprüfern testiert werden und hier offensichtlich niemand gemerkt hat, dass die Anlagen gar nicht da sind, die quasi im Testat dann als Bilanzsumme dann auftauchen, das war für mich unfassbar. Also ich verstehe nicht, dass das so noch funktioniert, dass hier nachher auch Steuerberater sagen können, ja, ich habe es einfach nicht gemerkt, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Etwa 8 bis 12 Millionen Euro sollen die Unternehmen der Firmenweltengruppe eingesammelt haben. Deren Verwendung und Verbleib ist bis heute zum Teil unklar. Ab August 2016 melden sich geschädigte Anleger auch bei der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. Die Redakteurin Ariane Lauenburg beginnt mit ihrer Recherche zu Rainer von Holst. Ja, am Anfang wusste ich auch gar nichts über ihn. Dann habe ich herausgefunden, dass er eigentlich ein Mensch mit ziemlich viel krimineller Energie ist. Sprich, er hat schon von Jugend an angefangen, Mietnomadentum betrieben. Er hat sich als Anwalt ausgegeben, um irgendwelche dubiosen Geschäfte zu machen. Er hat Rechnungen nicht bezahlt. Schließlich hat er dann ein Firmenkonglomerat gegründet. Und das Prinzip war, Gelder von Privatanlegern einzusammeln und sie im Prinzip nicht zurückzuzahlen. Ariane Lauenburg recherchiert seit Jahren über Geldanlagen am Kapitalmarkt und schreibt kritische Artikel darüber. Sie kennt sich aus. Also 9% sind nun alles andere als normal für eine Rendite heutzutage. Wenn man jetzt mal eine Festgeldanlage nimmt, kriegen sie am Kapitalmarkt 1%. Das ist
dann sicher. Alles, was darüber hinausgeht, hat immer gewisse Risiken. Und je höher die Rendite, desto höher ist auch das Risiko. Und das muss man sich natürlich genau überlegen, ob man eine sichere Geldanlage haben will oder ob man was riskieren will. Wenn man 9% Rendite versprochen kriegt, muss man immer damit rechnen, dass man Totalverlust erleidet. Immer wieder gibt es ähnliche Anlegerskandale. Deshalb will Ariane Lauenburg aufklären. Auch sie ist Rainer von Holst seit Jahren auf der Spur, im Interesse der Anleger, die sich von ihm geschädigt fühlen. Unsere Recherchen zeigen, schon seit 2015 soll sich Rainer von Holst in den USA aufhalten. Wir finden eine Homepage der Anwaltskanzlei von Holst Partners in den USA. Dort gibt sich Rainer von Holst als Anwalt aus. Anscheinend hatte er sich schon in Deutschland als Rechtsanwalt präsentiert. Wie wir feststellen, gingen unter anderem die Anwaltsvereine Koblenz und Bielefeld gegen ihn vor. Der Strafverfolgung entging er offenbar meist durch viele Umzüge. Auch der Inkasso-Unternehmer Dieter Morschek ist Rainer von Holst schon länger auf der Spur. Er ist Spezialist für Opfer von Kapitalmarktbetrügern. Wie gesagt, also unsere Firma gibt es seit 20 Jahren, seit 12, 13 Jahren machen wir das, wenn es um Bankkapitalanlagebetrug geht. Und ich habe jetzt schon mittlerweile ein gewisses Netzwerk, wo ich dann Informationen herbekomme. In Künzelsau trifft sich Dieter Morschek mit einigen Betroffenen. Sie haben ihn beauftragt, nach ihrem Geld zu suchen. Tatsächlich sind es Hunderte von Anlegern, die angeben, zwischen 6.000 und mehr als 200.000 Euro verloren zu haben. Auch Werner Engel und Günter J. sind da. Alle wollen von Dieter Morschek wissen, ob es überhaupt möglich ist, einen Teil des eingezahlten Geldes zurückzubekommen. Dieter Morschek berichtet, dass bei den Durchsuchungen Konten gesperrt und Sachwerte beschlagnahmt wurden. Die Anwesenden fürchten, dass bei der Vielzahl von Betroffenen nichts für sie übrig bleibt. Man weiß ja nicht, ob überhaupt irgendwelche ans Geld kommen. Ich habe hier noch relativ wenig. Aber die vielen, die da über Hunderttausende was angelegt haben, das ist, denke ich mal, weil es ältere Menschen sind, ist das ja die Rente für die gewesen oder ein kleines Zubrot zur Rente, was wir also heute eben empfehlen. Es heißt also immer, bitte tu was für zusätzlich was für deine Rente, aber wenn man was tun will, dann wird man entweder betrogen oder es gibt keine Zinsen. Die größte Befürchtung aller hier ist, dass sie an Rainer von Holst und mögliche noch vorhandene Gelder nicht herankommen, weil er sich im Ausland aufhalten soll. Ja, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet, dass er durchkommt. Aber wenn er abhaut nach Amerika, ja, da kann der deutsche Staat nicht mehr viel machen, oder? Am nächsten Tag im Büro bei GPW Inkasso. Dieter Leisten erkundigt sich nach dem Stand der Ermittlungen. Dieter Morschek erklärt ihm, was nun möglich ist. Wenn wir jetzt wissen, es gibt da und da Bankverbindungen, wo die Leute entweder Geld einbezahlt haben oder noch wichtiger ist es oftmals wissen, wenn sie Teilzahlungen zurückgehalten haben, so, ja, sagt man Zinszahlungen oder irgendwelche Renditen, wo ausgezahlt wurden, dass man diese Bankdaten dann sammelt, weitergibt und dass dann eventuell Sicherungsmaßnahmen dann durch die Staatsanwaltschaften erfolgen können. Viele Investoren und Anlageberater haben resigniert. Sie glauben nicht, dass sie ihre Investments noch zurückbekommen. Also ich bin im Prinzip doppeltes Opfer, doppelt geschädigt auch. Ich bin als Anleger selbst investiert. Auch meine mittlerweile verstorbene Mutter hatte ich da Geld investiert drüber. Und dann eben auch als Vermittler und Berater. Meine Kunden haben da investiert. Und das ist schon eine bittere Erfahrung. Wir bemerken, seitdem Dieter Morschek und seine Kollegen gegen Rainer von Holst ermitteln, erscheinen im Internet Artikel über Morscheks Firma GPW Inkasso. Die Firma wird auf einer Internetseite, die sich Gerlach Report nennt, massiv angegriffen. Morschek habe, so heißt es da, Staatsanwälte und Angeklagte bei Gerichtsprozessen illegal fotografiert. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn würde gegen ihn und seine Firma ermitteln. Wie sich später herausstellt, sind die Vorwürfe frei erfunden. Für Dieter Morschek aber entsteht, nach eigenen Angaben, ein großer finanzieller Schaden.
Es haben halt viele Leute dann sofort das Mandat gekündigt. Glücklicherweise waren auch welche dabei, wo dann bei uns angerufen hatten. Wir haben uns dann erklären können. Aber insgesamt könnte ich mir schon vorstellen, dass es fast ins sechsstelligen Bereich reingeht. Neben Dieter Morschek ist auch Finanztestredakteurin Ariane Lauenburg im Visier des Gerlach-Reports. Auch sie wird auf der Seite attackiert. Welchen Zweck haben solche Artikel? Welche Ziele verfolgt der Gerlach-Report mit solchen Beschuldigungen? In Künzelsau wurden, so Morschek, Handzettel vom Gerlach-Report verteilt. Die Lokalzeitschrift Gschwätz wurde darauf aufmerksam. Also in der Künzelsauer Facebook-Gruppe wurde ein Link gepostet. Das war ein Link zum Artikel vom Gerlach-Report, in dem Herr Morschek und seinem Unternehmen natürlich Betrug unterstellt wurde. Wir haben dann Herrn Morschek um eine Stellungnahme gebeten und ihn zu den Vorwürfen befragt. Wir haben dem Gerlach-Report eine E-Mail geschickt. Die Chefredaktion vom Gerlach-Report hat uns auch eine ausführliche Antwort geschickt. Und 16 Minuten nach dieser Antwort kam die nächste E-Mail von Herrn von Holst, in der er uns mitteilte, dass er weder was mit dem Gerlach-Report noch mit dem Herrn von Morschek zu tun hat. Wenn dem so ist, wie konnte von Holst dann wissen, dass die Redaktion vom Gschwätz eine E-Mail an den Gerlach-Report geschrieben hatte? Bei der Stiftung Finanztest beobachtet man diese seltsamen Attacken auf Journalisten und Ermittler schon lange. Ganz früher war der Gerlach-Report mal eine relativ seriöse Informationsquelle für Vermittler und für interessierte Anleger. Inzwischen hält sie allerdings den Gerlach-Report für keine seriöse Quelle mehr. Er werde von Rainer von Holst für dubiose Aktivitäten genutzt. Stimmt das? Wir fragen per E-Mail beim Gerlach-Report nach. Auch an Rainer von Holst schicken wir diese Frage. Die Antwort kommt von einem Jan Faber. Dieser droht uns mit einer Anzeige. Er hätte nichts mit Rainer von Holst zu tun. Rainer von Holst selbst meldet sich nicht. Merkwürdig. Wir erfahren von drei Strafanzeigen gegen Rainer von Holst, die im Zusammenhang mit Aktivitäten des Gerlach-Reports erstattet wurden. In allen dreien wird der Name Jan Faber genannt. Ein Aliasname für Rainer von Holst? Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Bamberg fragen wir nach einem Interviewtermin. Man teilte uns mit, das Ermittlungsverfahren gegen von Holst sei vorläufig eingestellt. Nach dem Beschuldigten werde gefahndet. Auf der Seite des Gerlach-Reports finden wir kein gesetzlich vorgeschriebenes Impressum. Als Betreiber wird die Firma Newsroom LLC genannt. Weiter entdecken wir in einem aktuellen Handelsregisterauszug des Staates New Jersey 12 Firmen mit Verbindungen zu Rainer von Holst. Darunter Newsroom LLC, einziger Vorstand Rainer von Holst. Wir gelangen an dieses beglaubigte Dokument, die Eröffnung des Geschäftskontos von Newsroom LLC. Als Eigentümer wird Rainer von Holst genannt. Angebliche Chefredakteurin des Gerlach-Reports ist Mila Korius. Aber das Foto ist das eines Models. Auf dieser polnischen Seite wird mit ihr für Krampfaderbehandlungen geworben. Vom Gerlach-Report bekommen wir auch dazu keine Erklärung. Das Tricksen mit Fotos zeigt sich auch bei der Bewerbung der sogenannten Halbstromtechnik, wie hier zu sehen. Angebliche Halbstromgeräte an US-Hotels stellen sich später als Fotos von Klimaanlagen aus einer Fotodatenbank heraus. Am 17. August 2018 lässt die Staatsanwaltschaft Augsburg die geschäftsführenden Kinder von Rainer von Holst sowie den Vertriebsleiter verhaften. Ihr Vermögen wird vorübergehend beschlagnahmt. Im Juli 2019 begleiten wir Dieter Morschek zum Prozessauftakt nach Augsburg. Insgesamt 21 Verhandlungstermine sind anberaumt. Auch einige seiner Klienten sind heute hier dabei. Aber einer fehlt vor Gericht. Rainer von Holst. Warum ist der Herr von Holst nicht hier? Der Rainer von Holst. Mhm.
Gegen einen Beschuldigten konnte das Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen werden, weil er sich dem Verfahren nicht gestellt hat. Hier ist die Staatsanwaltschaft mit weiteren Maßnahmen unterwegs und wird versuchen, auch dieses Verfahren erfolgreich zu beenden. Ich bin ganz zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen, zu denen ich im Detail nichts sagen werde, um sie nicht zu gefährden, letztendlich zum Erfolg führen werden. Wieder ist es Rainer von Holst gelungen, sich der juristischen Verfolgung zu entziehen, vorerst jedenfalls. Nur seine Kinder als Geschäftsführer und der Vertriebsleiter müssen sich vor Gericht verantworten. Unsere Interviewanfragen an deren Verteidiger bleiben erfolglos. Nur der Anwalt des Vertriebsleiters spricht mit uns. Man muss sehen, dass das Ganze natürlich auch Ausmaße annimmt, die nicht nur einen Wirtschaftszweig betreffen, sondern auch eine Bank. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich ein Verfahren, was meinen Mandanten sehr belastet. Obgleich mein Mandant ja nur ein Teil, ein kleines Rad von einem großen Verfahren darstellt. Die Angeklagten sagen im Prozess aus. Sie belasten den abwesenden Rainer von Holst, sehen die Schuld vor allem bei ihm. Denn sie hätten nur ausgeführt, was er angeordnet habe. Aber einige der anwesenden Zeugen bezweifeln das. Weil aus den Unterlagen kann man ganz deutlich erkennen, dass der Betrug, der war einfach vorprogrammiert bei denen. Es war ja nicht so, dass sie sich verkalkuliert haben, sondern die haben von vornherein Betrug kalkuliert. Während der Gerichtsverhandlung darf nicht gedreht werden. Später berichtet uns Ariane Lauenburg, wie sich das Verfahren aus ihrer Sicht entwickelt. Das Ganze wird wohl auf eine Verständigung rauslaufen. Das sprich, es wird ein Deal gemacht. Bei der ist jetzt schon klar, sie kommt frei auf Bewährung. Und bei den anderen beiden von Holzkindern muss man sehen, was passiert. Und der Vertriebsleiter entschuldigt sich bei jedem Zeugen dafür, was er ihm angetan hat und dass er, wenn er seine Pflichten besser wahrgenommen hätte, wäre das alles nicht passiert. Wie ernst diese Entschuldigung gemeint ist, kann ich nicht beurteilen. Davon zeigen sich freilich die anwesenden Zeugen wenig beeindruckt. Diesen drei Kindern von dem von Holst würde ich überhaupt nichts abnehmen, was von einer Entschuldigung oder für eine Entschuldigung spräche oder dass der Vater sie über den Tisch gezogen hat. Das ist ganz klar ein familiärer Komplott mit anderen Leuten noch dazu, mit Sicherheit. Nicht nur er, aber er ist eben sozusagen der Hauptkriminelle von Holst. Um Rainer von Holsts Verantwortung zu klären, müsste man ihn erst einmal finden. Uns gegenüber äußert sich Rainer von Holst zu den Vorwürfen nicht. Ein Auslieferungsgesuch an die USA wollen uns weder die Staatsanwaltschaft Augsburg noch das BKA bestätigen. Es ist unmöglich, dass so einer weitermachen kann, frei rumläuft in den USA. Wie man es einschätzt, soll er sich in den USA noch aufhalten. Und zumindest seiner habhaft zu werden, ihn dann zu überstellen nach Deutschland, also dass er ein Verfahren bekommt, und dann mal auch sieht, wo vielleicht Vermögen noch ist, was er versteckt hat, um das auch den Investoren wieder zurückzuführen zu können. Auch Dieter Morschek vermutet von Holst in den USA. Er kontaktiert einen Klienten dort, Ken Caputa. Ken Caputa will uns helfen, in den USA nach Rainer von Holst zu suchen. Auch er hatte in die Halbstromtechnik investiert. Wir fliegen nach New Jersey. Ken Caputa erzählt, dass er 30 Jahre lang in Deutschland als Mitarbeiter der NATO stationiert war. Seine gesamte Altersversorgung von $100.000 habe er in Anacrox Halbstrom investiert und an die Geschichten von den großen Deals mit Energiespargeräten geglaubt, die angeblich von großen internationalen Hotelketten geleast worden seien. Seitdem er erfahren hat, dass sich von Holst in den USA aufhalten soll, sucht er ihn. Vor mehr als einem Jahr habe ich die Sache an die Einwanderungspolizei, die Finanzbehörde und an das Ministerium für Innere Sicherheit gemeldet.
auch an das FBI in New Jersey. Aber alle sagten, solange er auf dem Boden der USA kein Verbrechen begeht, kann man nichts machen. Auch Ken Caputa erhielt ein Zertifikat von Trustees and Protectors. Wir können den Anwalt, der hier unterschrieben haben soll, telefonisch nicht erreichen. Darum fahren wir zu einer Kanzlei in Princeton, New Jersey. Zu unserer Überraschung ist der Anwalt hier nur Untermieter eines kleinen Raums. Ein Kollege erklärt uns, dass er nur selten da sei. In den nächsten Tagen versuchen wir es weiter, ihn per Telefon oder E-Mail zu erreichen. Erst als wir vor seinem Wohnhaus auftauchen, ruft er uns plötzlich an. Er erklärt uns, ich habe diese Dokumente noch nie gesehen und kann sie auch nicht lesen, weil sie in Deutsch verfasst sind. Ich weiß nicht, was sie bescheinigen. Es ist auch nicht meine Unterschrift. Diese ähnelt meiner nicht einmal. Die als Sicherheiten verschickten Zertifikate von Trustees and Protectors sind also offenbar wertlos. Von New Jersey fahren wir nach New York City. Die angebliche Treuhandgesellschaft Trustees and Protectors gibt auf ihrer Homepage eine Adresse in der Wall Street an, direkt neben dem Trump-Gebäude. Dieser Adresse wollen wir einen Besuch abstatten. Nachfrage beim Empfang. Guten Tag, mein Name ist Markus. Ich möchte zu einer Firma, die ihre Büros hier im Gebäude hat. Trustees and Protectors heißt die. Welche Firma? Trustees and Protectors. Haben Sie einen Termin? Nein, habe ich nicht. Sie brauchen aber einen Termin. Aber ich möchte Herrn von Holst sprechen. Okay, aber Sie brauchen einen Termin, um das Gebäude betreten zu können. Ja, aber können Sie mir sagen, ob es die Firma hier gibt? Ich habe die Nummer angerufen und... Ich kenne den nicht. Also das heißt, die Firma gibt's hier gar nicht, oder was? Nein, das weiß ich nicht. Anschließend versuchen wir, einen Termin in der angeblichen Anwaltskanzlei von Holst Partners zu verabreden. Rainer von Holst gibt sich in den USA als Anwalt aus und verschickt die angebliche Mitgliedskarte einer amerikanischen Juristenvereinigung. Aber auf Anfrage teilt diese uns mit, er sei dort nicht Mitglied. Als nächstes gehen wir zur Adresse der angeblichen Kanzlei, Rockefeller Plaza. Eine der teuersten Geschäftsadressen in Manhattan. Wir fragen auch hier die Empfangsdame nach der Anwaltskanzlei von Holst Partners. Sie kennt die Firma nicht und ruft in der Verwaltung an. Auch dort weiß man nichts von dieser Kanzlei. Schließlich erklärt sie uns, dass viele Firmen diese Adresse einfach angeben, ohne hier tatsächlich präsent zu sein. Wir verlassen das Gebäude. Auch diese Adresse ist offenbar ein Schwindel. Zurück in New Jersey. Ken Caputa hat hier verschiedene Adressen von Rainer von Holst recherchiert. Alleine 5 davon befinden sich in dieser exklusiven Wohnanlage in Princeton. Ein Detektivbericht von 2017, den Ken besitzt, zeigt ein Haus in dieser Anlage, davor 4 Fahrzeuge. Der Detektiv geht davon aus, dass die Autos von Holst gehören. 2 haben offenbar ungültige deutsche Kennzeichen. Wir suchen mit Ken Caputa nach diesem Haus. Tatsächlich finden wir es. Während Rainer von Holst Anfang 2017 in Deutschland geschäftlich in großen Schwierigkeiten war, residierte er in diesem gehobenen Ambiente. Ken Caputa spricht den jetzigen Bewohner an. Der Mann ist gerade erst hierher gezogen und kennt noch keine Nachbarn. Er erzählt uns, dass man hier auch nur für ganz kurze Zeit mieten kann. Wir gehen zu den anderen Adressen in dem Wohnkomplex, aber offenbar ist niemand zu Hause. Endlich öffnet uns ein Anwohner. Der Mann erinnert sich sogar an das Ehepaar von Holst. Er sagt, er habe sie aber seit Monaten nicht mehr gesehen. Steckt hinter den ständigen Umzügen des Rainer von Holst eine Taktik? Vielleicht.
Denn wer keine ladungsfähige Anschrift hat, ist für die Behörden und Gläubiger schwer greifbar. Das behindert die Ermittlungen enorm, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Wir fahren zu einer Adresse, die in den Ermittlungsakten der Polizei auftaucht. Es handelt sich um eine Luxusvilla in der Nähe von Princeton. Von hier aus hat Rainer von Holst wohl seine Gläubiger beruhigt und mit seinen geschäftsführenden Kindern in Deutschland kommuniziert. Aber auch hier wohnt er nicht mehr. Die Maklerin sagt, von Holst habe 1 Million Dollar für die Villa angezahlt. Angeblich sollte sie 3,5 Millionen Dollar kosten. Den Rest zahlte er laut Maklerin nicht. Ken Caputa ist aufgrund dieses Luxus schockiert und sprachlos. Er vermutet, dass dies auch von seinem Geld finanziert worden sei. Habe ich wirklich genug recherchiert, was da in den Prospekten über diese installierten Anlagen bei der Hilton-Gruppe stand? Ich glaube nicht. Und dafür könnte ich mir in den Hintern treten. Ken Caputa hofft, dass Rainer von Holst eines Tages doch noch vor Gericht erscheinen muss und dass vielleicht doch noch irgendwo Geld zu finden sein wird. Im Oktober 2019 fallen in der Verhandlung vor dem Landgericht Augsburg die Urteile. Anne von Holst wird wegen Betrugs in 43 Fällen zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Ihr Bruder erhält wegen Beihilfe zum Betrug in 80 Fällen eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten. Eine weitere Schwester erhält eine Bewährungsstrafe. Der Vertriebsleiter wird wegen Betrugs schuldig gesprochen und erhält eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig. Die Verurteilten haften mit ihrem Vermögen. Bei der Suche nach Rainer von Holst und den Millionen der Anleger können die Ermittler kein Ergebnis vorweisen. Am Ende der Recherche bleibt eine Frage offen. Wie konnten die Verantwortlichen der Firmenweltengruppe jahrelang Finanzberater und Anleger abzocken? Denn offenbar war alles ein großer Bluff. Wenn ein Anlagemodell von vornherein auf Betrug ausgelegt ist, dann wird genau so gearbeitet, mit gefälschten Garantien, mit falschen Kontoauszügen und so weiter und so fort. Alles Dokumente, die sozusagen dem Anleger Glauben machen sollen, dass die Anlage gut funktioniert. Das Bundeskriminalamt schreibt im neuen Lagebild über Anlagebetrug: Über 3 Milliarden Euro Schaden gab es 2018 durch Wirtschaftskriminalität. Die Betrugsmasche ist so perfide, sodass der Glaube an die Seriosität sehr lange anhält. Erst der Verlust des gesamten Vermögens öffnet manchem Opfer die Augen.